Heute gibt es mal wieder Bier aus Franken. Staffelbergbräu steht auf dem Programm und als österreichischer Bierblock muss ich auch mal das Märzen probieren. Das kommt jetzt, wenn er kurz dran bleibt. Seid und damit herzlich willkommen zu einer Märzenbierverkostung. Ja, natürlich. Wir sind ja auch ein Kanal, der aus Österreich kommt und da ist Märzenbier das meistgetrunkene Bier. Und dann muss ich natürlich auch bei Brauereien, die ich gerade für mich selber neu entdeckt habe, auch mal das Märzenbier probieren. So, heute mit der Staffelberg Brauerei aus Bad Staffelstein. Und ja, da hat mir der Christian Kestel ein schönes Päckchen gepackt und ich habe irgendwo mal in einem Live-Tasting, da hatten wir ja ein Bier von Staffelberg Bräu, meinen Narren an dieser Brauerei gefressen und dann gingen die Flaschen offensichtlich ins Paket rein. Und hier kommt jetzt das Märzen von Staffelberg Bräu. Lohfeld Bad Staffelstein mit Bergquellwasser gebraut. 5,5 Volumenprozent Alkohol, 13 Grad Plato und mit leicht gerösteten Karamellmalzen. Klingt schon mal sehr spannend. Ich werde mal schauen, was dabei rauskommt. Spannend würde es auch sein, wenn ihr vielleicht ein Abo dalasst. Dann erfahrt ihr nämlich immer, wenn es neue Sachen hier auf dem Kanal gibt. Und das kann sich ja möglicherweise lohnen. Und im Zweifelsfall seht ihr solche tollen Zwergenbilder wie hier auf der Bottle Cap bei diesem Bier. So, Märzenbier, es ist angerichtet. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal auch aus der Glasperspektive an. Ho, 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 ho. Ja, da erkennt man schon den Unterschied, was der Deutsche so von einem Märzen versteht und was der Österreicher so kennt. Also österreichisches Märzen ja sehr viel näher an dem deutschen Hellen und das deutsche Märzen dann einfach etwas dunkler, wobei das selbst für, glaube ich, deutsche oder bayerische Märzen doch eine relativ dunkle Farbe hat, so ein kupfernes, orangiges, Mahagoni-braunes Bier mit keinerlei Trübung, aber ein schöner, cremiger, leicht beiger Schaum, der ganz leidlich ans Glas sich hängt. Bisschen Kohlensäure auch im Glas sichtbar, aber eine herrliche Farbe. Und wenn ich das, was ich gerade gesagt habe, mit leicht gerösteten Karamellmalzen so sehe, dann würde ich sagen, die spiegeln sich dann doch ein bisschen in der Bierfarbe wieder. So, Nase rein. Also, wieder so zwei Welten. Auf der einen Seite echt schön frisch, bisschen grasiger Hopfen und auf der anderen Seite echt dieses dunklere Malz, nussig, mit einer schönen, leichten, karamelligen Süße. Boah, also ich glaube, das wird ein richtiges Fest werden und das Fest, würde ich sagen, starten wir jetzt. Sehr zum Wohl. Cheers. Ja, also, jetzt hat man diesen Bier schon angesehen. Richtig kräftig. Richtig schön kräftige, malzige Süße. Viel Karamell. Schön, auch wieder diese nussigen Noten. So ein bisschen Walnuss mit dabei. Leicht brotig in der im Trunk wirklich, wirklich gut balanciert. Grasiger Hopfen, leichte Bittere am Start. So eine ganz milde Würze hinten im Hintergrund, ohne jetzt irgendwie zu überpowern, aber das ist schon sehr karamellig, das Ganze. Und kommt eben mit dieser leichten Bittere dann zu einem wirklich ein bisschen so ein leichter Drahtseilakt. Aber den gewinnt in dem Fall das Malz und diese leichte Süße. Und das macht das Bier irrsinnig süffig und irrsinnig gut trinkbar, weil auch die Süße jetzt eben wieder nicht so eine vordergründig pickige Süße ist, sondern einfach sehr harmonisch und mit den restlichen Aromen dann super harmoniert. Im Körper sind wir mit einem mittleren Körper am Start. Unteres Mittelfeld, spritzige Kohlensäure und eine relativ glatte Textur. Das ist schon ein Bier, was man dann auch mal zügig trinken kann, wo man dann auch mal mehr von trinken kann. Und auch diese karamellige Süße, die ist durchaus geeignet, so diese Trinkgeschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen. Denn Trinkwiderstand bei dem Bier, Fehlanzeige, das ist einfach richtig und rein damit. Und muss ganz ehrlich sagen, da habe ich auch schon schlechtere Sachen getrunken. Also richtig, richtig lecker.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese karamellige Süße, die kumuliert sich so ein bisschen gegen Ende. Also es wird aus meiner Sicht deutlich süßer hinten, nicht unangenehm, überhaupt nicht. Aber es kommt zu dieser Süße auch eine deutliche Würze dazu. Und ja, die Bittere geht da mit rein. Ein bisschen getreidig hinten noch im Nachtrunk und insgesamt einfach ein echt schönes, trinkbares, ja, Bayerisch Märzen. Wobei ich jetzt sagen muss, da hat man bei Staffelberg offensichtlich auch mit dieser Nussigkeit und mit diesen karamelligen Tönen, finde ich, auch ein bisschen sich noch die Latte für andere relativ hochgelegt. Und das ist einfach extrem gut trinkbar und sehr unique. Und deshalb gibt es für das Staffelbergbräu Märzen von ProbierTV gibt es dafür wohlverdiente 4 von 5 möglichen Punkten für das Staffelbergbräu Märzen aus dem Paket, das mir der Christian Kessel geschickt hat. Ich sage danke nochmal an dich, Christian, und freue mich, wenn wir uns demnächst wieder mal Biere austauschen oder ich schaue einfach mal wieder in Franken vorbei. Das ist längst überfällig. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Lust habt, da oben gibt es ein neues Video. Da unten gibt es ein Video, was YouTube meint. Ihr solltet euch das mal anschauen. Vielleicht tut er das und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.